Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute ist es mal wieder ein Bastel-Tutorial und ich zeige euch mal, wie man so einen schicken Roboter hier, einen Killerbot, selber bastelt. Ja, ich persönlich finde das Modell relativ cool. Es sieht aus wie Plastik und man kann auch gut mitspielen. Und ihr braucht dazu keine Einzelteile, es sei denn, ihr wollt auf die Base noch ein paar raufkleben. Ihr könnt die rein theoretisch bauen, ohne irgendwelche Plastikteile zu besitzen, aus anderen Bausätzen. Und ja, damit fangen wir jetzt mal an. Als Grundgerüst für das Ganze dient etwas, was ich im Internet gefunden habe. Nämlich sowas hier da raus, das ist das Papier zum Ausdrucken. Und damit kann man dann einen Killerbot basteln. In Englisch heißen die Killercans, also Killerbüchsen, was ich ein bisschen cooler finde als Killerbot in Deutsch. Aber egal. Der hier ist jetzt für die Jofforks, aber es macht nichts, weil wir die zum Schluss wahrscheinlich sowieso anmalen. Ja, und wenn man sich das hier ausdruckt, den Download-Link oder zumindest die Seite, wo man es finden kann, tue ich jetzt in die Beschreibung. Dort gibt es auf der Seite übrigens sehr viele Sachen. Also dort gibt es am besten, dass ihr nehmt etwas, wo so ein Bild hier zu sehen ist. Ist nur das Cover, das heißt, dort sind auch wirklich noch die einzelnen Einzelteile dann dabei. Das gibt es auch zu einem, okay, in Englisch weiß ich jetzt, also zum Death Dread, weiß ich nicht, wie er in Deutsch heißt, zu einem Kampfpanzer gibt es das noch und mehr habe ich auch noch nicht gefunden. Und dann gibt es eben noch für die anderen Clans und mit einer anderen Waffe als hier ist. Wir werden es jetzt auch mit der Kreissäge zusammenbauen, weil ich nicht immer nur den gleichen haben möchte. Und wir werden den auch im Aussehen ein kleines bisschen variieren als diesen hier. Also ein klein bisschen anders machen. Und ja, den Link der Seite packe ich wie gesagt in die Beschreibung. Dort gibt es auch imperiale Panzer. Das heißt, ihr könntet, wenn ihr irgendwoher die Werte dazu bekommt, von der imperialen Armee ein Panzerschwadron, Panzergeschwader basteln. Und ja, dann holen wir hier mal die Lampe an, wegen Beleuchtung und so. Und den stellen wir dann in den Hintergrund hin, damit wir sehen, wie es zum Schluss aussehen soll. Und fangen an zu basteln. Wenn ihr das hier ausgedruckt habt, erhaltet ihr zwei, ich sage jetzt mal, sowas ähnliches wie Gussrahmen. Da sind dann eben diese einzelnen Teile drauf. Und dort haben die verschiedene Beschriftungen. Und anhand der Anleitung könnt ihr erkennen, wie es geht. Ihr könnt jetzt auch nach meiner Anleitung arbeiten. Und das sieht nämlich wesentlich besser aus, finde ich. Und ja, hier sind, wie schnell auffällt, alle Teile relativ viereckig, außer die Rohre von den Waffen. Die müssen aufgerollt werden. Und das fand ich nicht so toll. Deswegen habe ich mir ein bisschen Verstärkung geholt durch Schaschlikspieße. In klein und groß, also die kleinen sind dann Zahnstocher und ein paar Strohhalme, aus denen unter anderem die Waffenrohre bestehen. Hier hinten der Schornstein, der Auspuff. Oder hier die Sachen, womit diese Gelenke hier überall. Und hier auch die Waffe. Und dann habe ich mir noch einen anderen Baustoff geholt. Hier habe ich vorhin aufgeräumt, das heißt, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es hingepackt habe. Deswegen suche ich es jetzt und finde es hier. Blockpappe, die ist hinten auf einem normalen Schulblock drauf. Das hier ist jetzt A3, deswegen kann ich es nicht ganz in die Kamera halten. Und das erste, was wir machen, wir nehmen erstmal Schere und schnippeln uns davon ein bisschen was ab. Oh. Verdammt, jetzt ist die Kamera umgefallen, oder zumindest das Tablet, das ihr schon im Wochenrückblick gesehen habt. Und okay, eben ist das Tablet ja umgefallen und da war dann Schnitt, der hat dann sicherheitshalber Stopp gemacht oder irgendwie sowas. Und ja, da habe ich jetzt eben die Pappe abgeschnitten und jetzt, sonst habt ihr nichts verpasst und war auch nicht so gespannt. Jetzt zeige ich euch, welche Teile wir brauchen. Anhand des Gussrahmens von eben konnten wir erkennen, dass wir nur sehr wenige von den Teilen, die dort drauf sind, brauchen werden, weil ich, wie gesagt, dünnes Papier zum Ausdrucken genommen habe. Also ganz normales Papier. Und da kommt eben die Tiefe oder der 3D-Effekt nicht so wirklich zur Geltung, wenn man da so ein Mini-Ding, so Papier benutzt, das so ultra dünn ist. Und ja, wir werden brauchen erstmal den Torso, also Teil 1 hier. Dann Teil 2, das ist das Ding, was unten am Torso rankommt. Des Weiteren die Teile 14 und 16 für die Gelenke an den Beinen. Und diese 17er Teile hier, das sind diese Dinger hier,
Die Füße werden wir nicht brauchen. Und dann eben noch hier 25, 23 und 24 für den Waffenarm. Und ich glaube, das war es auch schon so an Teilen, die wir so brauchen werden. Und die könnt ihr jetzt erstmal ausschneiden. Und wenn wir die ausgeschnitten haben, sehen wir uns wieder. Okay, jetzt habe ich die ganzen Teile, die ich eben angesagt habe, ausgeschnitten und schon gefaltet. So sehen sie aus. Und jetzt bauen wir alle Teile zusammen. Die einzigen Teile, die wir nicht brauchen, sind diese Beingelenk-Dinger hier. Die packen wir zur Seite. Ich glaube, Teil 16 war sowas und dann noch ein anderes. Und das vierte ist dort. Wenn das jetzt weg gewesen wäre, wäre das ein bisschen schlimm gewesen. Weil davon braucht man vier und ich hatte dann keins mehr übrig gehabt. Und ja, zu kleben nämlich übrigens würde ich empfehlen, nicht so einen Prittstift zu nehmen, sondern eher so weit hier. Zitadellkleber geht natürlich auch sehr gut, habe ich bei dem hier benutzt, aber meiner ist jetzt alle. Und der hier funktioniert eigentlich ganz so gut. Und ja, ach ja, bevor wir so weitermachen, mache ich nicht den Fehler, wie ich eben bei ihm hier gemacht habe. Wir nehmen uns einmal diese Dinger hier, das sind diese Teile hier. Die hier. Und auf der Seite, wo das hier ist, wird es dann an den Torso rangeklebt oder zumindest an das Ding, was unter den Torso kommt. Das ist das Teil hier. Und unten dran, also hier, wo der Kreis ist, muss dann das Bein reingesteckt werden oder angeklebt werden eigentlich. Aber da wird es mit so einem coolen Teil hier machen, das ist auch ein bisschen stabiler, also mit einem Scharschlägspieß, müssen wir dort auch ein Loch reinbauen. Und das ist ziemlich scheiße gewesen, als sie schon zusammengeklebt waren. Und deswegen machen wir das jetzt, suchen uns einen relativ mittleren Punkt und bohren dann da rein. Das zweite ist hier. Und dann nehmen wir uns erstmal einen kleinen und erweitern das Loch damit. So, beim anderen auch. Und dann nehmen wir uns noch einen großen. Machen damit dasselbe, weil der große wird dann später da durchgesteckt werden. Der wird dann das Beingelenk sein. Und möglichst komplett bei, ich weiß nicht wie weit das dann ist. Das wird dann nämlich bis hier oben zu dem Gegenstück auf der anderen Seite durchgesteckt werden. Jetzt ist dieses hier drauf und ich möchte nicht, dass es kaputt reißt, wenn ich das hier jetzt so rüberziehe. So. Da sollen wir jetzt ein Loch. Das zweite machen wir jetzt schnell auch noch. Und wir werden jetzt nicht sterben, wenn wir das jetzt auch noch auf Video aufzeichnen. Und da. So, hübsch. Dann müssen wir das nämlich nachher nicht machen. Und ich klebe jetzt erstmal alle Teile außer die besagten Beindinger zusammen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Als nächstes werden wir wahrscheinlich erstmal die ersten paar Teile zusammenkleben. Und dann kümmern wir uns um die Beingelenke. Und was erzähle ich, das machen wir dann sowieso. Ich klebe die jetzt erstmal alle zusammen. Okay, ich habe jetzt alle Teile zusammengeklebt. Bin gerade eben fertig geworden. Bei ein paar ist der Kleber noch nicht getrocknet. Aber das ist nicht so schlimm. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie die aussehen. Das hier ist, wie man sehen kann, der große Torso, der dann hier die Kernbüchse bildet. Das hier ist das Teil, was gleich so hier darunter geklebt wird. Kann man hier unten noch sehen, das ist das da. Dann haben wir hier einen Teil vom Waffenarm. Welcher? Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ich bin der Meinung, es ist der untere hier. Und dann haben wir hier den nächsten Teil. Das ist das nächste Teil. Das ist das, was hier oben rankommt. Dann hier dieses Verbindungsstück, da muss ein Stück geklebt werden. So, dann nehmen wir uns jetzt erstmal Kleber und befestigen das hier an dem da. Und ordentlich Kleber ruf und die Kleber hinstellen wir irgendwie gerade hier irgendwo hin. Ja, egal. Halten den am besten so gerade und dann packen wir das da einfach rauf und fixieren das, je nachdem, ob man gerade die Beinstellposition haben wollen oder nicht. Ich mache meinen jetzt mal gerade, weil der hier schon ein bisschen schräg die Beine hat.
Dann nehmen wir uns die Kappe, die gerade abgeflogen ist, stöpseln die da wieder rauf, packen die hier zur Seite. So, jetzt kümmern wir uns um die Beingelenke, also um den einen Teil der Beingelenke. Da meine ich jetzt diesen Teil hier, der den Körper hier mit dem Teil, mit dem Fuß verbindet, den wir danach basteln werden. Und ja, dazu nehmen wir uns einmal diese wenigen Teile hier. So, jetzt arbeiten wir weiter am Ork-Killerboard. Ist schon einige Tage her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe, bevor meine Mutter reingekommen ist. Und ja, das letzte Mal sind wir bis dahin gekommen, dass wir hier unten das Teil, wo die Beine rankommen, rangeklebt haben. Und jetzt basteln wir hier dieses Teil für die Augen, den anderen Killerboard, den anderen selbst gebaut. Den habe ich jetzt noch nicht hier zu liegen. Nicht mehr hier zu stehen, habe ich dann irgendwann weggeräumt. Den werde ich dann vor der nächsten Aufnahme noch holen. Und jetzt basteln wir dieses Augenteil hier. Dazu nehmen wir uns einmal so ein Pappstück und schneiden daraus einen Streifen aus, der möglichst gerade ist. So, dass er geht. Und passen den dann an dieses Ding, was das ist, an und machen ihn vorher. Vorher könnt ihr ihn noch mal ein bisschen begradigen, wenn ihr möchtet. So. Hier. Also wartet. So hier, so hier. Und dann passen wir das da dran an. So. Und dann nach einer Weile können wir es dann noch darauf kleben. Wir müssen es dann nur noch ordentlich biegen und. Ja, da ist es hingefallen. Hoffentlich fällt auch das Tablet jetzt mitten beim Aufnehmen nicht wieder um. Ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwann passiert ist oder nicht, aber ich nehme jetzt mit dem neuen PC hier auf, weil da schick eine Kamera dran ist. Und so, da können wir jetzt darauf kleben. Dazu nehmen wir den neuen Kleber. Der alte ist alle gegangen. Und da habe ich eine riesige Tube Uhu alles Kleber im Keller gefunden. Das ist natürlich ideal. Dauert nur ein bisschen länger beim Trocknen, aber das ist mir egal. So. Machen wir da mal so eine Wurst drauf und dann drücken wir das dort einfach an den Oberkörper hier an. Und den überschüssigen Kleberstreifen war natürlich an der Seite ab. So, dann schneiden wir noch einen kleinen Kreis hier draus aus. Ah, da kippt das Tablet wieder um. Ich habe hier ein Stativ gebaut, oder zumindest was ähnliches wie ein Stativ, aber es hält nun mal meistens nicht. Deswegen könnte es sein, dass es umkippt. So, jetzt haben wir hier schon so ein tropfenähnliches Gebilde ausgeschnüffelt. Das machen wir jetzt noch so gut wie es geht zu irgendeinem Kreis. Wie gut, dass es nur Orks sind und es nicht so hundertprozentig rund werden muss. So, sieht doch ganz gut aus. So, und jetzt machen wir dann noch eine Vertiefung rein. Die mich hier einfach. Ne, ich gehe mal da, das sieht man besser. So ein Teil davon ausdrückt, also so, dass mal so ein Kreis entsteht und diesen Kreis hier, oh, dürfen da kein Loch reinmachen. Da drückt ihr dann immer mal was rein. Und dann entsteht da so eine kleine Mulde, weil das ihr wisst, wo ihr dann später reinmalen müsst, wenn ihr das rote Auge macht. So. Jetzt habe ich überlegt, ob ich jetzt genauso Bastel-Tutorials mache wie den Chef und Mal-Tutorials wie der Chef Oberboss, aber das wäre vielleicht ein bisschen geklaut und so. Wegen erst basteln, dann anmalen. Ich
Ich werde es wahrscheinlich machen, aber mal gucken, was er dazu sagt. So, haben wir gemacht. Ist ein bisschen größer geworden als dem anderen, aber das ist egal. Ich werde den Mund, der davor ist, also diese coole Fratze, die werde ich auch ein bisschen anders machen. Wir legen das mal hin, weil so rum fällt es immer hin. Die stellen wir auch wieder aus Pappe aus. Da könnt ihr jetzt schätzen, je nachdem, wie groß ihr es haben wollt. Ich mag es immer, wenn es so richtig schön groß ist. Und übrigens habe ich im Internet auch gefunden, dass es noch viel mehr von diesen Ausschneidefuzzis gibt. Und da werde ich dann wahrscheinlich noch zu anderen Sachen Tutorials machen. Bisschen kleiner könnten wir es schon machen. Ich glaube mal, so hier wird reichen. Das ist übrigens auch extrem schwierig, hier mit der Kamera zu arbeiten. Weil die Kamera, die ist näher dran an dem Ding als ich, weil ich hier noch meinen ganzen Arm auf dem Schreibtisch zu liegen habe. Und deswegen ist es irgendwie ein bisschen schwieriger. So. Dann schneiden wir jetzt hier solche Sachen rein. Schneiden damit dann die Zähne aus, die diesmal nicht eckig werden sollen. Die kommen diesmal, die werden diesmal nicht spitz, so. Die werden diesmal so hier. Das hier mal probieren umzuknicken. So. Okay, sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, jetzt nehmen wir uns wieder mal einen schwarzen Feinliner oder irgendeinen Feinliner. Ich finde jetzt meinen Schwarz gerade nämlich nicht auf Anhieb und halten das daran, so wie wir es haben wollen. Jetzt können wir es gerne so hier machen. So. Machen überall dort, wo ungefähr geknickt werden muss, weil das ist ja so angeschrägt, das Ding. Und stricheln. Und da werden wir jetzt, wenn wir die Kappe wieder gefunden haben, Taschenmesser nehmen oder Cuttermesser. Ich habe ja kein Cuttermesser, das muss ich mir mal besorgen. Da würde mein Styrodur wahrscheinlich auch nicht so angeranzt immer aussehen. So, ritzen das dort ein, biegen das zur Seite um. Dann sehe ich, dass das hier noch ein bisschen zu lang ist, der Mund. Und ich höre gerade, er kommt über die Treppe hoch. Das heißt, wahrscheinlich wird da gleich jemand in mein Zimmer reingestiefelt kommen. Oder auch nicht. Und, ja, so, jetzt gefällt es mir. Jetzt werden wir das da auch ankleben. So hier. Dazu nehmen wir wieder unseren Kleber hier. Und hauen den hier rauf. Und dann können wir das dort auch hübsch vorne rankleben. Natürlich ist es auch gut, wenn man den Kleber nicht auf die falsche Stelle macht. Okay, weil Korrektur, ihr haut den Kleber nicht auf das Pappding rauf, sondern auf den Orkbot selber. Dann hält es besser. Hübsch. Das legen wir jetzt hin zum Trocknen und jetzt kümmern wir uns erstmal um die Beine. Hier mal die Teile sortieren. Und dazu haben wir diese Gelenke hier. Das werden dann die Füße werden. Die machen wir später. Erstmal machen wir diese Gelenke, die den Körper mit dem Füßen hier verbinden. Und dazu brauchen wir diese Teile hier. Vier Stück müssen es sein und Schaschlikspieße, weil da ist so ein Teil dabei, damit kann man die Röhren darstellen, aber das mag ich nicht, weil das nur flach ist und nicht rund, wie so ein Schaschlikspieß. Und dazu nehmen wir uns wieder unseren schicken Feinliner und markieren uns hier so, ich schätze jetzt mal 1 cm ab.
und schnippeln wir dann erstmal ab und dann wahrscheinlich ist es in echt weniger als ein Zentimeter lang, aber es ist mir egal. Ich werde jetzt beim Gewackeln nicht das Ding um. Dann schnippeln wir, jetzt werden wir angeschnippt. Ich schneide das immer mit dem Taschenmesser an und dann schneide ich den Rest mit der Schere ab. Und dann nehmen wir das hier als Schablone, um noch ein paar andere davor zu machen. Zweiter, dritter und der vierte. In jedes Gelenk brauchen wir zwei davon. Und da wir zwei Gelenke basteln, brauchen wir vier Stück insgesamt. Und dann machen wir dasselbe, überall anschnipseln. Taschenmesser. Und dann mit der Schere abknipsen. Und da hinten ist es hingeflogen. Das ist extrem scheiße, wenn ich irgendwas abschneide und es dann in die nächste Ecke fliegt und ich das dann erst in 25 Jahren wiederfinde. Das ist übrigens nur Übertreibung. Ich bin nicht 25 Jahre alt. So höre ich mich auch nicht an, meiner Meinung nach. So, der ist ein bisschen scheiße geworden und dabei haben wir die nächste kaputt gemacht oder so halb kaputt gemacht. So, muss ein bisschen zurechtschneiden. Und dann das letzte noch. Gut. Ja, ist ein bisschen grobe Stücke geworden, aber das ist egal. So, jetzt für die Beingelenke brauchen wir jeweils zwei davon. Da bastle ich eins, das zweite bastle ich dann selber. Und ja, das erste, da macht ihr nehmt das Ding und drückt das erste Stück komplett flach. So, hier. Falls es nicht in der Kamera war, hatte ich nochmal so gemacht. Alles. Dann nimmt da Kleber und schmiert das an die Innenseite von diesen Dingern hier, auf die ich gerade drauf zeige. Also nicht hier die Klebefläche von innen, nur diese vorderen Teile, also diese runden. Beschmieren auf beiden Seiten. Am besten etwas größere Klecks hinmachen. Dann nehmt ihr Nummer 1 und packt es dorthin. Und hier ist kein Klecks. Mit Klecksen arbeitet sich das immer ein bisschen besser. Und Nummer 2, da klappt das Ding zu. So, jetzt haben wir die da erstmal drinnen. Sieht relativ scheiße aus. Deswegen positionieren wir das jetzt. So, ein bisschen Abstand zwischen die beiden. Dann am besten nach oben gerichtet, weil die beiden später schräg ran sollen. Ja, das ist eine ganz schöne Scheißarbeit mit dem Kleber. Weil es ein Alleskleber ist und der klebt überall, auch an den Fingern. Deswegen kann man da nichts irgendwo befestigen, ohne dass die Finger auch mit Leidenschaft gezogen werden. Toll, funktioniert schon wieder nicht hier. Ah, sieht man gar nicht in der Kamera. Da. Okay. Hoffen wir mal. Toll, funktioniert schon wieder alles nicht hier. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Da macht er noch das zweite Gelenk dran und jetzt kleben hier meine ganzen Hände. Das mache ich jetzt erstmal in Ruhe und dann zeige ich euch, wie es fertig aussieht.